Ganz dick war ich ja vorher schon. Mohaha. Gut. Aber große Zähne haben jetzt. So, und jetzt können wir natürlich durchs Wasser ganz entspannt. Hier ist noch goldene Dings. Und hier kann ich mir vorstellen, ich glaube, hier waren auch noch welche. Ich weiß nicht genau. Aber irgendwo am Rand waren noch welche. Das heißt, das könnte durchaus sein. Das Problem ist, die werden da aber doch rein. Auf jeden Fall. Oh ja, hier sind noch welche. Ob sind es alle? Ich weiß nicht. Sind ja nur noch 9, die fehlen. Es könnten alle sein. Oder? Ihr habt tatsächlich alle 100 Noten dieser Welt gefunden. Applaus. Okay, stimmt da. Ah, genau, hier gab es gar nicht. Nicht wie bei Mario und so, dass man da für alle 100 Dings. So, ich muss wieder zu diesem Dings. Wo war der denn? War das hier oben? Nee, ne? Nee, hier ist das Ziel. Hier ist der Start. So, und da ist der Eingang. Ich frage mich eigentlich zum Teil, was passiert eigentlich mit Kazooie? Wird die auch verwandelt? Also teilweise, glaube ich, ja oder so. Aber ich meine jetzt, ich habe immer noch die Hose und den Rucksack auf. Ist Kazooie da noch drin? Hallo? Guten Tag. Wow, noch ein Walross. Nimm das, aber nimm dich in Acht vor dem stinkenden Bär und dem doofen Vogel. So, dann gehen wir mal mit in seine Höhle. Ja. Gut. Hallo. Oh, guck mal, wie glücklich er ist. Hi, Kumpel. Schau dich in Wussers Höhle ruhig um. Da oben ist ein Dings. Ein. Na. Genau. Hier unten ist. Ah, hier geht's durch. Ja, okay. Da kann ich gleich mal. Hier hinter war noch was. Da oben ist noch ein Ginger. Müssen wir gleich nochmal dann als Banjo rein. Aber wir wollen erstmal hier lang. Blub, 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 blub. So. Oh, guck mal. Oh. Gefährlich. Und ein mehr. Zack. Ein Traum. Gib mir ein Leben. Dankeschön. So. Das war's. Cool. Haben wir das? Haben wir das? Blub, 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 blub. So, ich glaube, war das wirklich alles, was man mit ihm hier machen konnte? Ich muss nochmal gucken. Wir haben hier jetzt in der Welt 5 von 10. Davon haben wir alle, davon haben wir alle. Und es fehlen, doch, es fehlen noch zwei Jinjos. Einer ist da in der Welt. Dings. Es kann sein, dass irgendwo unter Wasser noch ein Jinjo war. Die sind ja zum Glück waterproof oder so ähnlich. Weil das würde auch noch einen Sinn, dann würde der hier noch mehr Sinn ergeben. Aber irgendwie, ich weiß nicht genau, was es noch gibt. Also es gibt noch das Rennen, das weiß ich. Aber das hört dann auf. Ah, okay, es gibt doch kein Eis. Ich dachte, das wäre Eis. Ist kein Eis. Ich weiß gerade gar nicht genau, ob Jinjos eigentlich gespeichert werden. Oder ob man die auch quasi, wenn man rausgeht, verliert. Das weiß ich nicht. Bruder, ich glaube, das war's, oder? Kann das sein? Ich bin mir gar nicht sicher. Also, es war's nicht, natürlich nicht, aber ich wüsste gerade nicht genau, was es noch alles gibt. Gibt es noch irgendwas zum Durchfliegen? Irgendwelche Ringe? Ah, warte mal, ich weiß noch eine Sache. Eine Sache, da muss ich fliegen für. Das weiß ich. Ja. Verwandle mich zurück. Gut.
Dankeschön. Ja, das war jetzt nicht so wirklich berauschend hier alles, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber gut. Ja, ne? Oh. So, da oben war doch ein Flugding. Na. So, ach, leck mich doch. Ach nö. Mann, ey, so. Hä? Wieso komme ich da nicht hoch? Jetzt reicht auch. Was war denn für eine Aktion? Für eine wilde Sache. Das ist hinten. Da wollen wir. Wir nach vorne. So. Glaube ich, oder? Wo war. Wo muss ich hin? Nö. Okay, doch, vielleicht. Ah, okay, doch, da die Seite. Also, ein bisschen. Gut. Wir müssen auf seine Knöpfe drücken. Rap-Bone. Ach, verfehlt. Nein. Oh, ist das schlecht. Ich habe keine. Oh, ich habe kaum noch Federn, Alter. Scheiße. Was soll ich die herkriegen gerade? Das ist nervig. Ich hätte es halt besser finden, wenn man quasi unendlich viele hat pro. Also nicht insgesamt, also insgesamt unendlich viele hat, aber halt pro Flug halt nur eine gewisse Anzahl. Ne? Also du sagst, keine Ahnung, du hast 15, wenn du anfängst zu fliegen oder so. So, jetzt wollen wir mal drehen. Ich habe halt nicht mehr so viel, ne? Wollen wir nochmal drehen? So. Wo bist du? Ah, hat er ausgekackt. Sehr gut. So, haben wir das. Dann können wir gleich noch das Rennen machen. Jetzt wird der Jinjos, keine Ahnung. Ich bin mir wieder bei denen gar nicht sicher, ob ich die, aua. Natürlich. Oh Gott, ich sollte mal wieder Leben holen. Merke ich gerade. So. Na, da ist der. Genau, das Rennen machen wir gleich. Ah, jetzt war das. Moment. Hier drüben war irgendwo Leben, oder? Hier beim. Da war Leben. Ah, hier sind noch ein paar Federn. Kann ich mir noch ein paar mitnehmen. So, na komm. Na! Gut, haben wir das. Hier drüben. Na, dankeschön. Das Schöne ist, auch an den Dingern, die bleiben halt liegen in der gesamten Welt. Also es ist nicht so, dass sie irgendwie irgendwann despawnen oder sowas. Ist heutzutage ja eher so, dass sowas despawnt. Aber dafür spawnen halt auch Gegner nicht nach. Also wenn du das Level geklärt hast, sind halt keine Gegner mehr da. Was halt auch, entweder ist es gut oder schlecht. Auf der einen Seite gut natürlich, auf der anderen Seite, ne, kommt drauf an. So. Ah, hier oben sind auch noch. Hi Freunde, niemand will gegen mich antreten. Ja, hau nicht in die Pfanne, Bärchen. Sorry, ihr passt nicht auf den Schlitten. Ich fahre nur gegen einen kleineren Gegner. Ah, na toll. Vor allem, wir passen nicht auf den Schlitten, wir saßen da doch eben schon drauf. Okay, das heißt, wir müssen nochmal schnell. Wir müssen nochmal schnell uns verwandeln. Das machen wir. Und dann bin ich auch gleich, also mache ich nur noch das und dann würde ich sagen, holen wir noch den außerhalb der Welt. Und dann passt das, glaube ich, auch.
ich keine Lust habe, da jetzt rüber zu fliegen. Ehe. Wir sind bei 1:12. Ja, dann haben wir wahrscheinlich so 7 Folgen. 5 Folgen oder so. Ist auch okay. Ich versuche halt jetzt mal wieder ein bisschen mehr zu machen. Ich weiß, das sage ich jedes Mal, aber ne, das versuche ich halt. Und eine Sache ist mir aufgefallen letztens. Scheinbar haben sie 2023 irgendwie was neu gemacht, YouTube. Und jetzt braucht man irgendwie 1000 Abonnenten, also um Partner zu sein. 1000 Abonnenten und eine durchschnittliche Wiedergabe, ne, eine gesamte Wiedergabezeit auf alle Videos über das ganze Jahr, also über die letzten 365 Tage hinweg von 4000 Stunden. Die habe ich aktuell nicht. Und ich weiß nicht, wie das dann ist, ob man eine gewisse Zeit hat. Also, ja. Ich bin gerade knapp, also, glaube ich, 19 oder so. 19 Stunden drunter. Mal gucken, wie das halt dann in den nächsten Tagen ist, ob es da irgendwie was ändert, weil ich hatte da was problematisch mit irgendwie, Kollege Walross, Lust auf ein Rennen? Dann hüpfe auf den Schlitten. So, wir können nochmal hier schnell. So. Tückadückadüm. Wie? Aber drauf. Hallo, drauf da. So. Super, jetzt musst du nur noch den Schlitten durch die roten Slalomstangen lenken und schneller sein als ich. Alles klar? 3, 2, 1, los. Eine rote. Ja, aber doch, rot sind sie. Kann man noch springen? Ja, kann man. So. Hey! Schub's nicht! Kollege Schnürschuh. So. Ja, Konzentration. Nein. Boah, leck mich doch. Schneller, gib dir Mühe. Ist die Frage, ob er nochmal langsamer wird? Weil er ist die ganze Zeit so schnell wie man selber ungefähr. Ah, okay, er ist ein bisschen langsamer geworden. Und hier ist das Ziel. Jawohl! Wow, du bist gut in Form, Kumpel. Respekt, das hier ist deine Belohnung. Ich suche mir einen schwächeren Gegner. Okay. Gut. Ja, auf jeden Fall, ich bin kein Partner mehr, was ich damit sagen wollte. Ich weiß nicht, ob sie gesagt haben, alle, die das Anfang Januar nicht haben, werden entpartnerisiert oder so. Ja, da wollte ich nochmal rein. Oder was deren Aussage war. Ich habe halt auch die ganzen, sag ich mal, die Nutzungsbedingungen und AGBs und so weiter natürlich nicht gelesen, weil wer tut sowas schon? Dementsprechend, es kann auch sein, dass da irgendwie drinsteht, dass man irgendwie, wenn man 2 Wochen lang unter diesem Wert ist, dass man dann eben Partnerstatus entzogen bekommt oder keine Ahnung was. Aber ja, wenn ich jetzt mal ein bisschen mehr wieder hochlade und auch Videos auch hochlade, die beliebter sind, sagen wir es mal so, mehr geguckt werden, also God of War zum Beispiel, hat mir Spaß gemacht, das Spiel selber, aber das Let's Play selber ist halt nicht unbedingt, sag ich mal, der Kassenschlager, wenn man das so sagen will. Also man hat da, ich habe da jetzt deutlich weniger Views als auf anderen Videos, was auch irgendwie logisch ist, weil jeder große Let's Player Let's Play natürlich dieses Spiel und dementsprechend. Ja. So, nehmen wir auch mit, komm. Ne, jeder große Let's Player macht das Spiel. Oder jeder große und kleine Let's Player, dann ist natürlich für Leute wie mich nicht so wirklich Platz. Oder, ne, kaum. Warum sollte man mich dann schauen? Und zusätzlich, ich habe jetzt God of War den ersten Teil durchgespielt, als der zweite Teil schon draußen ist. So, you know? Ich habe sehr, sehr ultra lange gebraucht für den Cheat. Das ist natürlich auch so eine Sache, ne? Aber zwar auch am Anfang habe ich nicht viel. Ich will nur den Untermieter mal abholen.
Ach, da drüben ist der Schlüssel. War das nicht so, dass dieser Schlüssel gar nichts bringt in dieser Dings? Schon wieder diese... Okay.